Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich gehe mal einen Schritt zurück, bevor wir angegriffen werden. Oh, jetzt hänge ich fest. Oh oh. Ich hoffe, da kommt hier nicht durch. Ich versuch's mal mit einem Molotow. Verdammt. Der war daneben. Oh oh. Er kriegt direkt mal ein paar Schläge ab. Den zünde ich mal an. So. Wunderbar, hier das ging auch wieder problemlos. Ein bisschen die linke Hand wärmen. Okay. Wobei, das macht ziemlich gut Licht. Ah ja, das ist, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, eine Soundkulisse. War nämlich genau das Geräusch nochmal. Komm, die schlag ich direkt. Oh, oh. Verdammt. Jetzt geht das Licht aus. Mann, das war ein Schrei. Was ist denn hier? Was zu finden? Vielleicht kriegen wir die Koffer auf. Hört sich gut an, ist aber leider nicht der Fall. Was ist hier drin? Hm. Scheinbar nichts. Nee. Hier ist nicht allzu viel drin. Okay, hier geht's wohl nicht weiter, ist wohl angestürzt. Dann gehe ich mal wieder zurück. Da geht's zum Ausgang. Seltsam. Ja. Ich glaube, hier noch genug andere Wege. Ich versuche mal gerade was. Ich glaube, hier, das macht auch ziemlich ordentlich Licht. Das ist gerade gut zur Orientierung. Da hängen die. Ich glaube, wir kamen von da. Ja. Dann geht's hier noch ein Stück runter. Ein gutes Stück. Guck mal schnell aufs Buch. Komm, das mache ich jetzt noch. Ja, das Inventar kriege ich gerade nicht auf. Trinken und essen. Haben wir ja jetzt genug. Jetzt hört es wieder ein bisschen lauter an. Wir sind wohl wieder Kannibalen. Ich schau den um. Den Zahn nehme ich mit. Oh, die Baby ist. Oh, verdammt. Da sehen wir, wie viel Schaden die machen, wie ich in den letzten Folgen erzählt habe. Jetzt muss ich mich direkt mal heilen.
sind auf jeden Fall noch ein paar. Und hier haben wir ein paar Sachen. Okay, da war irgendwer vermisst. Ach, hier, die gehen nicht auf. Da müssen wir irgendwas reinwerfen. Ich gucke mal. Okay, das hört sich ziemlich bedrückend an. Na gut, dann werde ich mal das Dynamit dafür verwenden. Jetzt wird es ziemlich laut werden. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Das war nämlich ein Zeichen dafür, dass man da was aufsprengen kann. Und da sehen wir auch, dass es da weitergeht. Ich kann mich aber erinnern, in dem Teil der Höhle war ich schon mal, aber hier durchgesprengt habe ich mich, glaube ich, noch nicht. Ich scheine mir aber irgendwas gefunden zu haben. Haben wir schon wieder sowas mit einem X? Was ist das denn? Old Gun Ammo, okay. Hier gibt es anscheinend eine alte Waffe oder sowas. Vielleicht finden wir die ja. Könnte uns auch noch weiterhelfen. Schon wieder Babys. Die hören sich immer so komisch an. Komm, mach das Fahrzeug an. Okay, hier ist es riesig. Interessant. Wie viel Stoff habe ich denn? Okay, 117. Schön. Ich werde noch ein paar mehr Molotovs bauen. Ich werde nämlich jetzt ein paar darunter werfen. Ich glaube, 3 extra reichen. Wenn er da stehen bleibt, trifft sich das sehr gut. Und den hier in die Hand. Kann ich mal an. Oh, das war nicht so gut. Ich glaube aber, die Babys sind alle damit getroffen. Ne, hier ist noch eins. Ich gehe jetzt hier oben lang. Hier sah es so aus, als ob es hier nicht weiter ging. Oh, wunderbar. Das ist so ein Kletterwerkzeug. Davon habe ich schon gehört, aber habe es selbst nie gefunden. Und damit kommen wir dann solche Wände hoch. Wobei, wenn ich das schon bewegen kann, möchte ich mal rein, wo ich herkomme. So, dann weiß ich später Bescheid, wo ich lang muss. Okay. Ich gehe doch hinten lang. Ne, das lohnt sich noch nicht. Ja, dann gucken wir mal erstmal, was hier oben ist. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das überhaupt verwende, das Werkzeug. Wo haben wir es denn? Oh, ich habe die Katana gefunden. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist sehr gut, weil das ist eigentlich eine der besten Waffen. Die benutze ich zum Beispiel persönlich immer. Hier ist das Werkzeug. Okay, das ist geil. Wo sind wir denn hier? Hey, hier sind wir. Ich geh mal so, einmal nach rechts und runter. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie ich hier runterkomme. Ah, eh, okay. Da nehme ich direkt mal die Katane in die Hand. Sehr schön.
Ich kann ja mal zeigen, wie schnell die ungefähr ist. Damit können wir genug Angriffe machen, dass sie sich im besten Fall überhaupt nicht mehr wehren können. Und sie hat halt auch eine ganz gute Reichweite. Kann ich direkt mal zeigen. Oh, oh. Ich finde die halt ganz gut, weil die so schnell ist. So, da mal was essen und trinken. Und nochmal essen, so. Dadurch habe ich gerade gesehen, geht auch unser Leben ein bisschen hoch. So, dann brauchen wir nicht schwimmen. Da ist nochmal ein Riegel und da auch. Ja, und hätten wir jetzt das Werkzeug nicht, kämen wir hier zum Beispiel jetzt nicht hoch. Rechts, so, das sollte so passen. Ja, dann werde ich wohl rüber müssen. Und E. Direkt die Katana nehmen. Ja, da sehen wir schon den Unterschied im Speed. In dem Fall kann man aber leider nichts kombinieren. Das ist auch wieder ein Ausgang. Aber es gab ja noch genug zum Erkunden, deswegen. Wobei, warte mal. Ja doch, das reicht. Shift machen? Nee, leider nicht. Ah, wie weit ist es denn noch? Na gut, das reicht. Den nehme ich mit und los geht's. Hier springe ich auch wieder drüber. Ach, schade. Aha. Sehr schön. Sind die Wasserfälle immer sehr laut. Ja, stimmt, von da kamen wir, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja einen neuen Ausgang gefunden. Haben wir wieder Deckenbeleuchtung. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht komme ich ja hier irgendwo da runter. Da hinten sieht's gut aus. Was haben wir denn hier? Ah!
ist auch irgendwo eins, glaube ich. Ja, da. Ist aber immer noch eins, habe ich das Gefühl. Ich werde jetzt erstmal hier lang gehen. Und wenn ich jetzt hier oben bin, mich erstmal heilen. Die finden wir recht häufig, dann nehme ich erstmal die nochmal. Ich kann aber schon neue hiervon bauen. Und weiter geht's. Ah, hier ist ein neuer Ausgang. Oh. Interessant. Halt mal gucken, ob ich hier was finden kann. Hier scheint aber was drin zu sein. Ja. Ah, da ist dieser Baum. Wovon ich vorhin meinte, dass der angebetet wird. Also in einer der letzten Folgen. Ah, hier sind wir wieder an dem Loch. Sind aber auf jeden Fall schon mal ein Stück tiefer. Ich habe das Gefühl, dass man, je weiter man in die Höhlen reingeht, desto weiter unten kommt man raus. Dann kommen wir irgendwann vielleicht mal da unten raus. Hier haben wir ein paar Knochen, die nehme ich jetzt mal mit. Dann gehe ich nochmal rein. Ich habe ja noch was zu erkundigen. Ich sehe, wir haben hier leider einen Spielfehler. Puh, das war knapp. Zum Glück konnten wir jetzt da nochmal rausspringen. Sonst hätten wir echt Fortschritt verloren. So, hier ist jetzt das Loch. Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen soll. Das sieht nicht so aus, als ob man hier groß wieder rauskommt. Wobei, da gehe ich lang. Und. Oh nein. Boah, das war knapp. Okay. Scheint ja nicht viel zu sein. Nee. So, dann werde ich jetzt mal aus der Höhle rausgehen und dann erstmal den Heimweg antreten. Ah, jetzt fehlt uns die Ausdauer. So. Schade, ich dachte, da wäre vielleicht noch was. Quatsch, der war ja gar nicht hier, der Ausgang. Das war ja irgendwo in der Höhle.
da was? Ne, die Uhr. Ja, wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat es diesmal gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Oder allgemein über Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.